So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich benutze ein Glühwürmchen-Glas bei Pizza Pit. Und wo müssen wir hin? Um das Glas zu benutzen, müssen wir definitiv hier, wo auch das Ausrufezeichen ist. Aber die Glühwürmchen, der nächste Punkt wird wahrscheinlich da sein, wo ich auch jetzt markiert habe, nämlich auf der Spitze, wo auch immer früher der Fußball war. Ach ne, hier ist falsch markiert, lol. Also auf dem Berg müssen wir hin. Denn da weiß ich auch selber, sind definitiv Glühwürmchen schon immer gewesen, seitdem die im Spiel drin sind. Zack, einmal dahin. Jetzt hoffe ich nur, dass kein Gegner hier mitlandet, weil dann dürfte es eigentlich easy werden. Zack, einmal landen. Oh, jetzt muss ich nur gerade selber. Ah, hier sind sie schon. Ihr seht das immer an dem Flattern. Dann einmal einsammeln. Holen wir uns trotzdem noch ein bisschen Loot mit. Ja, ich will jetzt den anderen nicht unbedingt was klauen, aber ich habe lieber zwei Gläser dabei, falls eins nicht zählt. Ja, drei Gläser sind noch besser. Wir brauchen ja auch XP. So, und dann baut ihr euch einfach ganz entspannt hier rüber. Ihr seht schon, der andere kommt auch schon da angeflogen. Ich hoffe, er killt mich nicht, weil die Zone ist nämlich eklig weit weg. So, dann fliegt ihr einfach hier rüber. So. Da seht ihr schon, genau da müssen wir nämlich hin. Ja, gerade gucken, ob ich hier über den Zaun komme. Nee. Aber ich glaube, das müsste eigentlich schon reichen. Und zack, haben wir die Aufgabe auch geschafft. Ist alles ganz easy. Also, wie gesagt, ihr müsst hier oben auf dem Berg landen, da die Glühwürmchen einsammeln, dann hierhin, wo das Ausrufezeichen ist, da einfach gegen die Wand schmeißen und schon habt ihr die Aufgabe auch geschafft. Ich hoffe, ich konnte schon mit weiterhelfen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und haut rein.